Kapitel 14. Die erste Schlacht zwischen den Überresten. Somit war die Zeit endgültig gekommen. Unsere letzte Reise zwischen den Welten während diesem Abenteuer stand uns nun bevor. Ich hatte selber noch offene Fragen, die nach allen Geschehnissen immer noch offen geblieben waren. Doch auch diese würde ich noch beantworten können. Nun war jedoch nicht die Zeit dafür. Es war Zeit aufzubrechen. In unsere letzte Schlacht. Nun ja, noch nicht ganz. Zuvor müssten wir noch Günthers Freunde besiegen können, worauf ich ihn auch noch einmal ansprach. Bevor wir in deine Welt gehen, Günther, glaubst du, du wirst stark genug dafür sein? Er schien verwirrt. Wie, für den Kampf gegen die Determination, oder? Nein, aber du sagtest ja, wir müssen deine Freunde besiegen, da ihre Seelen verschmutzt wurden. Damit würden wir doch automatisch ausschließen, dass wir sie retten können, oder nicht? Er sah mich verwirrt an. Wie kommst du da drauf? Hatte ich euch das nicht erklärt? Wir werden sie bekämpfen. Sobald sie schwach genug sind, werde ich ihre Seelen mit dem dunklen Stern reinigen können. Wir werden sie retten. Sie werden uns in der letzten Schlacht unterstützen. Ohne sie würde es zu schwer werden. Außerdem, vielleicht kann ich auch die Dunkelheit ihrer Seelen gegen die Determination nutzen. Nein, das hattest du uns noch gar nicht erklärt. Aber das ist klasse. Das heißt, wir können sie alle auch kennenlernen. Ja, ja. Auch wenn es nicht so besonders ist, wie du gerade tust. Also, alle abreisebereit. Alle bejahten. Während Günther wieder sein Ritual durchführte, zog ich mir Semops und Chelast heran. Ihr zwei, ich muss, wenn wir gleich wandern, nochmal mit euch reden. Unter sechs Augen. Sie schienen etwas verwirrt, sagten aber nichts dagegen. Günther hatte das Portal inzwischen beschworen. Dieses Mal ohne Stimmen, keine Angst, Bulbi. Wir kamen alle unversehrt auf der anderen Seite des Portals an. Dort fanden wir uns in einer seltsamen Gegend wieder. Um uns herum war alles dunkelblau mit kleinen weißen Punkten. Es wirkte, wie als würde man im Sternenhimmel stehen. Semops schien von unserer Umgebung verwirrt. Müsste nicht in einer zerstörten Welt eigentlich nicht sein? Wo kommt dieses Leuchten her? Tatsächlich war es nicht Günther, sondern Scheinux, der die Antwort wusste. An sich hast du recht, aber es wurde offensichtlich nicht komplett ohne Reste alles zerstört. Das sind kleine Reste der Materie zurückgeblieben. Und das sind die Punkte an der Wand. Beeindruckend, besser hätte ich es gar nicht erklären können. Günther war nun als letztes auch in dieser Welt angelangt. Na dann, gehen wir. Einfach geradeaus, dann müssten wir irgendwann auf die Determination treffen. Und auf dem Weg, meine Freunde. Hydropi dürfte der Erste sein. Und der Einfachste. Ich denke, mit unserem Team dürfte das gar kein Problem werden. Als wir wanderten, kamen Semops und Chelast auf mich zu. Du wolltest noch über irgendwas reden? Scheinux sah mich fragend an. Ich wollte noch mal mit den beiden reden. Unter sechs Augen. Kannst du schon mal vorgehen, Scheinux? Ich komme gleich nach. Auch wenn er immer noch etwas verwundert wirkte, tat er, worum ich ihn gebeten hatte. Also, was ist es? Ich versicherte mich kurz, dass Scheinux uns nicht zuhörte, aber er war bereits in ein Gespräch mit Ivy vertieft und schien daran seinen Spaß zu haben. Also, wegen Scheinux. Als ihr von seiner Vergangenheit erfahren habt, seid ihr ziemlich über ihn hergezogen, aber kaum, dass er wieder aufgetaucht ist, habe ich überhaupt nichts mehr davon bemerkt. Was ist denn passiert? Habt ihr eure Meinung geändert? Ach so, darum wolltest du mit uns reden. Naja, wir wissen beide, was wir an dem Abend gesagt haben. Dafür haben du und Ivy uns ja auch schon ziemlich fertig gemacht. Aber ihr habt ja auch recht. Wir haben danach am Lagerfeuer noch gesprochen. Das war aber eigentlich auch ziemlich unnötig. Uns beiden war schon klar, dass ihr beide recht hattet. Auch wenn ich mir immer noch Sorgen mache. Aber wir haben uns entschieden, ihn gleich zu behandeln wie davor. Sollte er sein Verhalten ändern, werden wir das auch. Aber es wirkt ja nicht nötig. Er scheint es ziemlich gut weggesteckt zu haben, wenn ich ihn so sehe. Aber wo wir gerade so reden. Was war eigentlich die erste Zeit in der dunklen Welt mit euch beiden los? Ihr habt so viel Abstand zueinander gehalten wie noch nie zuvor. Hattest du deine Meinung gegenüber etwa doch geändert? Nein, ich habe immer an ihn geglaubt, aber Günther hat ihm eingeredet, dass ich das hätte. Stimmt, du hast uns erzählt, dass Günther gehofft hat, dass Scheinux nach unserem Abenteuer hier bleibt. Das gehört dann wohl zusammen, richtig? Ich nickte nur.
Na dann, jetzt, weil es klar ist, müssen wir nur noch diese finalen Kämpfe gewinnen. Kommt, wir schaffen das schon, wenn wir zusammenhalten. Und er hatte recht, was auch dieses Gespräch mir noch einmal wirklich gezeigt hatte. Wir waren ein Team und wir würden dieses Abenteuer als eines beenden. Egal, wie es nun ausgehen würde. Den Rest der Wanderung verbrachte ich zusammen mit Ivy und Shinux. Shinux war selber ja von Anfang an am optimistischsten gewesen, was sie angeht. Und ich selber hatte bemerkt, seine Hoffnungen wurden nicht enttäuscht. Die beiden schienen gute Freunde geworden zu sein. Und was mich auch glücklich stimmte, war ein bestimmter Gedanke. Ich hatte mir ja zu Anfang Gedanken gemacht, wie es werden würde, wenn unser Team sich nach unserem Abenteuer wieder trennen würde. Doch nun war es so, dass niemand außer ich und Shinux seinen Alltag vermisste. Und ich wusste, ich war nicht die Einzige, die wollte, dass unser Team Bestand hatte. Sobald wir diese Welt gerettet hatten, würden wir alle zurückkehren. Ich war mir sicher, die Gilde würde auch noch 3 weitere Mitglieder aufnehmen. Nur Günther würde natürlich hierbleiben, wo er hingehört. Nach einem kleinen weiteren Marsch erschien auf einmal ein Pokémon aus dem Boden vor uns. Es war ein Hydropi, aber mit etwas überzogen, das wie Schlamm aussah. Nur rot. Ohne lange Vorrede stürzte er sich auf uns. Wir wollten bereits beginnen zu kämpfen, als Günther die meisten von uns zurückrief. Bulbi, Shinux, Seemops, Ivy, stopp! Wir alle hörten auf ihn und hielten uns zurück. Nur Chillast stürzte sich mitten in den Kampf. Was ist denn los, Günther? Sollen wir Chillast nicht helfen? Das Ganze ging schneller, als ich dachte. Ich konnte euch die Strategie noch nicht erklären. Helfen sollt ihr 3, Bulbi, Shinux und Ivy, aber nur passiv, aus dem Hintergrund. Seemops, du hältst dich gegen Hydropi raus. Wir sahen ihn alle fragend an, aber warum? Das erkläre ich euch gleich. Chillast kann Hydropi auch alleine gut handeln. Und jetzt helft ihm. Los! Wir taten, was er sagte und hielten uns zu dritt im Hintergrund und unterstützten Chillast ein wenig. Er selber schien damit keine wirklichen Probleme zu haben, da er tatsächlich gut gegen Hydropi klarkam. Jedoch war mir von Anfang an klar gewesen, dass Hydropi das schwächste Mitglied des Heldenteams war und deshalb der Kampf gegen ihn auch der einfachste werden würde. Es dauerte tatsächlich nicht lange, bis Hydropi sehr geschwächt wirkte. Auf einmal schoss Shinux aus unserer Defensive ganz nach vorne und feuerte seinen stärksten Angriff ab, Donnerblitz. Unser Gegner begann zu wanken und ging zu Boden. Der rote Schlamm ging von ihm und versickerte im Boden. Sofort danach stand er wieder auf. Was? Wo bin ich hier? Er schien einen Moment zu überlegen, dann zuckte er zusammen. Warte, ich weiß es wieder, die Determination. Günther unterbrach ihn. Komm runter, Hydropi. Zum ersten Mal sah dieser sich in unseren Reihen um, bis sein Blick zuerst verwirrt an Günther hängen blieb. Günther, bist das wirklich du? Was machst du hier? Und er sah wieder zu uns anderen. Wer seid ihr? Günther, der sich in seiner Position als Leiter unseres Teams gut eingefunden hatte, übernahm erneut. Also, macht's euch alle bequem. Ich erkläre dir alles, Hydropi, dann sage ich euch den Schlachtplan. Somit begann Günther Hydropi eine Zusammenfassung aller Ereignisse der letzten Zeit zu geben. Er erzählte Hydropi alles, was er wissen musste. Was mich jedoch überraschte, Shinux Vergangenheit verschwieg er. Hydropi wirkte die meiste Zeit sehr nachdenklich. Als Günther schließlich fertig war, meldete er sich zu Wort. Also, habe ich's wohl euch zu verdanken, dass ich jetzt hier bin, aber er sah Günther vorwurfsvoll an. Hast du wirklich niemanden für diese Aufgabe gefunden, Günther? Die 5 sind Kinder, es ist viel zu gefährlich für sie. Zum ersten Mal seit Hydropis Erwachen meldete sich jemand aus unseren Reihen zu Wort. Ivy war nicht gerade begeistert über seinen Einwurf. Wen interessiert's, dass wir nicht so alt sind wie du? Offensichtlich können wir euch ja besser helfen als ihr euch selber. Wieder verstummte unser neuer Mitstreiter kurz. Ja, das glaube ich euch, aber die Determination ist ein Gegner der Elite-Klasse. Unser ganzes Team hatte keine Chance gegen sie. Das stimmt. Ihr hattet keine Chance. Aber wenn wir jetzt mit ihnen zusammen und vor allem mit mir gegen sie antreten, dann haben wir eine. Also, der Schlachtplan. Shinux, spar dir deine Energie und hör auf meine Befehle. Du bist einfach in die Offensive gegangen, obwohl ich eindeutig sage,
ihr solltet defensiv bleiben. Aber egal. Ich wollte Chelast alleine kämpfen lassen, da er die Energie später am wenigsten benötigen wird. Seemops, du warst unbeteiligt. Im nächsten Kampf werden wir es ähnlich machen. Wir werden Latias und ihren Bruder treffen. Gleichzeitig? Ja, Shinnok, Chelast, Hydropi. Ihr agiert im Hintergrund und helft inaktiv mit. Eevee, Seemops, ihr werdet die vordere Front bilden. Wobei du als Nachtara kämpfen wirst, Eevee. So bist du offensiv deutlich stärker als Felinara. Bulbi, du hältst dich raus. Ich war etwas enttäuscht. Wirklich? Warum das denn? Das ist doch langweilig. Du hast ja als einzige große Probleme mit Psycho-Angriffen. Du würdest auf dem Kampffeld nicht durchhalten. Deine Stunde kommt noch. Ich sehe ein Muster. Gegen Lord Eckert wirst du dann mich und Bulbi an die Front schicken, nicht wahr? Falsch. Wie mal wieder. Ihr werdet euch alle eine Pause gönnen. Verwirrte Blicke von allen Seiten. Günthers Gesichtsausdruck veränderte sich wieder. Zu demselben bedrohlichen und irgendwie freudigen Ausdruck, den er hatte, bevor er Shinnoks Weltbild zerstört hatte. Den Spaß lasse ich mir nicht nehmen. Lord Ecke ist mein Gegner. Über den letzten Kampf reden wir, wenn wir vollzählig sind. So reisten wir weiter, nun zusammen mit Hydropi. Er schien immer noch unsicher und verwirrt, aber ich sah es ihm nach. Solange er uns freundlicher behandelte, als Günther es anfangs tat. Wir liefen eine ganze Weile weiter und ich wurde langsam angespannt. Ich wusste, wir könnten jeden Moment angegriffen werden. Doch wir wurden nicht überrascht. Es geschah etwas anderes. Hydropi blieb auf einmal stehen. Er hielt sich eine Pfote an den Kopf, wobei er Schmerzen zu haben schien. Seine Augen fielen kurz zu und schlugen sofort wieder auf. Was war das? Wir alle stoppten bei unserer Wanderung. Ist irgendwas passiert? Alles in Ordnung bei dir? Mein Kopf hat auf einmal angefangen zu dröhnen und als ich dann die Augen geschlossen habe, ich hab mich selber vor mir gesehen. Du meinst, du hattest einen Albtraum? Nein, das nicht. Ich hab nur einen kurzen Dialog gesehen. Ich war selber da und stand neben einem Riolu, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir haben gegen Rayquaza gekämpft. Wir sahen uns alle verwirrt an. Rayquaza, du meinst dieses dritte legendäre Pokémon neben Kyogre und Groudon? Er nickte. Hast du irgendeine Ahnung, woher das kommen könnte? Hast du sowas früher einmal erlebt? Bevor Hydropi überhaupt verneinen konnte, unterbrach Günther unsere Diskussion. Es war nur ein Traum. Du warst so lange ohne Bewusstsein, da wird sowas wohl vorkommen. Die anderen gaben sich mit dieser Antwort zufrieden. Ich hatte keine Lust, gerade jetzt einen Streit mit Günther vom Zaun zu brechen. Doch was ich mich bis heute frage, warum hat er gelogen? Ich hab's doch genau gemerkt. Günther wusste etwas, das er uns nicht erzählen wollte. Ich nahm mir ursprünglich vor, ihn nach unserer Reise, bevor wir zurückkehren würden, noch einmal damit zu konfrontieren. Doch für diesen Moment entschied ich mich weiter zu reisen. Und diese Reise führte schon bald zu dem, was ich erwartet hatte. Als in der Entfernung am Himmel zwei rotglühende Punkte in Sicht kamen, die mit hoher Geschwindigkeit auf uns zuflogen. Jetzt ist deine Zeit gekommen, Seemops. Ich hab dich nur für diesen Kampf ins Team geholt. Also zeig auch, was du kannst.